endlich die ganz erste Position zurückholen hier im letzten Rennen der Saison. Guten Morgen aus Köln, Leute. Das letzte Rennen der Saison steht an und zum ersten Mal seit vielen Wochen bin ich wieder zu Hause in Köln. Boah, es ist so verdammt kalt, Leute. Man muss einen Pullover anziehen. Was ist los? Aber gut, wir haben auch gerade mal 6:30, also Kaffee machen und dann geht's auf zum Nürburgring. Situations in life. With every story that I heard, felt the burning bliss, and I wait, trying to appreciate, and I wait, trying to evaluate. Ja, damit willkommen zurück auf den Nürburgring, Leute. Letztes Rennwochenende, zumindest für diese Saison. Der Nürburgring hat einfach eine eigene Müllabfuhr. Die sammeln hier ganz, ganz schnell wahrscheinlich immer den Müll ein. Ich freue mich wieder hier zu sein. Ist ein Privileg, einfach hier in Nürburgring rennfahren zu dürfen. Guten Morgen! Ja? Hey, was bist du? So ein Punk auf einmal? 2005-Style oder wie? Mit Vans hier an, blond gefärbte Haare? Junge, Yves, was ist los? Yves, was ist so da? Banane. Morgensnack hier oder wie? Hast du schon Yves Frisur wahrgenommen, so als Mann? Wahrgenommen, achso. Wir wurden aber in der Fahrerbesprechung gerade, von der Rennleitung praktisch, wurde er hops genommen wegen seinen Haaren. Oh Gott, warum denn das? Es sind alles Neider. Wir gehen lieber runter zum Auto. Guten Morgen. Alter, was ist denn das? Wo ist unser Auto, frage ich mich. Was ist mit unserem Auto passiert? Hat einen leichten Schaden. Weil wir 12-Stunden-Rennen, kleiner Unfall passiert. Nicht ich. Nein, nicht du, ich auch nicht. Ich bin auf dem über. Da würde ich sagen, haben wir Ersatzautos. Das ist ja mein 24-Stunden-Auto hier. Das ist ja dieses Wochenende der Georg mit dem Heiko. Und Yves und ich, wir fahren jetzt hier mit dem Blauen. Morgen. Jetzt ist Qualifying fürs GT60, unser letztes gemeinsames Rennen dieses Jahr. Und da steht er, P2, Junge! Starke Nummer! Bestes Qualifying dieses Jahr! Also das ist mal eine Ausgangssituation, die müssen wir morgen jetzt nur noch umsetzen. So, gleich geht's los. Und was hast du gerade gesagt? Hier stinkt ein Sacko. Es riecht nach guter Landluft. Da merken wir, dass wir in der Eifel unterwegs sind. Aber die Sonne ist wieder da, nachdem es heute Morgen ein bisschen noch geregnet hatte. Jetzt ist zwar sehr kalt, aber ansonsten Top-Bedingungen fürs Rennen. Yves startet ins GT60. Danach übernehme ich das Steuer, aber jetzt gehen wir erstmal zur irgendwie Nicht-Startaufstellung. Hä, wie soll ich denn jetzt darüber kommen? So. Mein Schatz, wie macht irgendwie. Hä? Willst du nicht mitkommen? Ja. 3, 2, 1, hoch. Jawohl. Und zack. Perfekt. So. Erste Startreihe. Wie fühlt es sich an so weit vorne? Schön. Immer gut vorne zu sein. Das ergibt die Erinnerung von Hockenheim. Also ich mache ungefähr die erste halbe Stunde. Und die zweite Rennhälfte, die übernehme ich dann. Also wir starten die erste Startreihe von den GT4s. Aber sie haben noch die GT3 und die Cup und die GTX, die noch davor sind. Viel Glück. Machst du gut. Wow. Danach übernehme ich. Später. Na. Ist irgendwie kalt? Ich kann nicht. Es ist alles eingefroren. Du kannst, du weißt, so Jacke kann man auch so zumachen, ne? Das wäre also... Ich kann mich nicht mehr bewegen. Reißverschluss. Meine Hände sind bestimmt schon blau. Zeig nochmal deine Hände. Gott, deine Hände sind wirklich blau. Mit so blauen Fingerspitzen sollte man sich gleich mal beim Arzt melden. Ich sollte vielleicht auch mich beim Arzt melden, um die Nervosität zu überprüfen. Hier beim Start. Wir schauen gerade Yves zu. Ihr seht unten links, wie ich zuschaue. Oben links ist TV-Bild. Und jetzt der Ampel auf grün. Yves hat mega Start erwischt hier. Und ist schon in Führung in der GT4-Klasse. Vor ihm jetzt also nur GT3s. Rechts neben ihm, seht ihr oben in der Kamera, ist der Verfolger Leo Pichler, der auf Platz 1 im Porsche GT4 gestartet ist. Aber Yves hier, perfekt. Platziert sich mitten im GT3-Feld schon hier. In der ersten Kurve. Kommt ohne jegliche Berührung hin, ohne irgendwelche Schäden hier durch. Oh, links wird's nochmal eng. Da ist GT3 neben ihm. Schön ein bisschen Platz lassen. Oder war das sogar Leo Pichler, der links neben ihm war? Oben links im TV-Bild sieht man, es ist GT3. GT3 neben ihm. Leo Pichler hinter ihm, direkt dahinter. Also er hat gerade wirklich den ersten Platz hier. Ja, guckt ihr das an? Stark, Leute. Yves führt und direkt dahinter ist das Auto von Georg, wo der Heiko gerade drin ist. Oh mein, besser hätte es nicht sein können. Das ist das Fahrzeug von Felix Sonnen und Yves Volte. Boah, ich bin echt nervös gerade. So nervös war ich lange nicht von dem Boxenstopp-Wechsel. Yves führt das Feld weiterhin an, Position 1 in unserer GT4-Klasse. Und das heißt, wenn es so weitergeht, übernehme ich das Auto auf der 1. Ich weiß halt, ich bin nicht der Schnellste hier im Feld. Ja, ich bin nicht schlecht, aber ganz auf dem Niveau von 1, 2, 3 da vorne eigentlich nicht. Deswegen, es wird schwer, diesen Platz zu halten. Aber ich will natürlich trotzdem unbedingt irgendwie versuchen. Druck ist auf jeden Fall da. Damit geht es gleich für mich ins Auto. Okay, er
es wird ernst, Leute. Wir sind jetzt gerade on board hier bei Eve in seiner allerletzten Runde, auf der es jetzt hier rechts in die Boxengasse reingeht. Hinter ihm ist direkt der zweite und der dritte Platz in der direkten Verfolgung. Deswegen, Eve macht hier auch Druck auf den GT3 vor uns. Da ist ein Gentleman-Fahrer drin, der fährt so einen Ticken entspannt rein in die Boxengasse. Einen Ticken zu entspannt vielleicht, deswegen Eve hier Vollgas ran. Hier kommen 60 km/h, würde exakt gefahren und kein km weniger. Denn wir dürfen keine Zeit verlieren hier beim Boxenstopp. Ich laufe zum Auto hin, rein. Sehr gut. Super. Auto läuft sehr gut, sagt Eve mir nochmal. Vielen Dank. Und das heißt hier Vollgas. Und hier rechts, das ist der Porsche von Leo Pichler. Der hat jetzt abgegeben an seinen Teamkollegen. Und die fahren direkt hinter uns in der Rückfahrkamera. Sieht man so im Spiegel links ein bisschen. Das Licht, das ist das Licht von dem Porsche. Der jetzt auf P2 ist, haben unsere Teamkollegen überholt. Das heißt, wir sind immer noch Erster. Aber Zweiter ist jetzt direkt der Porsche hinter uns, der auf 1 gestartet ist. Und ich gehe raus ins Rennen auf dem ersten Platz. Und ihr seht es unten rechts auch in der TV-Kamera. Da sieht man schön uns im Bild. Und auch nochmal der BMW. Unten, der sich jetzt hier mit in den Kampf um die Spitze im GT4-Feld einmischt. Das heißt, ich habe wirklich direkt oder dahinter noch unser Teamkollege, der grün-weiße Supra. Also, sehr nah alles hier beieinander und es ist noch eine halbe Renndistanz zu fahren. Bloß jetzt hier nichts falsch machen. Wetter sieht noch gut aus, es noch ist Sonne, aber so erste paar Tropfen bekomme ich da irgendwie schon auf meine Windschutzscheibe, habe ich das Gefühl. Eieiei, mal gucken, ob das hier nochmal eine Rolle gleich spielen wird im Rennen. Aber erstmal heißt es, das Rennen von vorne bestimmen, ja? Wir sind ganz vorne, wir führen. Aber ich hatte so einen Druck hier jetzt gerade im Auto, um dieses Ergebnis zu halten. Denn wie ich gerade eben schon gesagt habe vor dem Rennen, also vor meinem Stint, bevor es losging, ich weiß, dass ich nicht ganz auf dem Niveau der Top-Fahrer hier im GTC GT4-Fahrerfeld, dass ich da nicht ganz mithalten kann. Aber ich weiß auch, dass ich verteidigen kann. Und ich weiß auch, dass das gerade nicht ganz so gut war, wie ich da rausgekommen bin. Jetzt muss ich schon mal verteidigen, gucken, wo ist er? Ich war ganz links hier in der Anfahrt auf Michael Schumacher, also verschenkt ein bisschen was, aber dafür kann ich die Position erstmal erhalten und jetzt hier gut raus beschleunigen. Ja, also ich kenne schon aus meiner Vergangenheit, auch mit Alain Valente sind wir mal Rennen zusammengefahren 2019, wo ich nicht ganz die Pace mitgehen konnte, aber ich konnte sehr gut verteidigen und konnte dadurch Position halten und genau das muss ich jetzt auch wieder irgendwie hier machen. Also in der ersten Runde, es heißt hier gerade noch wieder rankommen ans Auto, fühlen auch wie das Auto ist, ja, wie ist es auf den Reifen? Ich hatte jetzt schon eine gute halbe Stunde das Auto gefahren und Reifen sind nicht mehr ganz auf dem besten Stand. Plus, wir haben jetzt Überrundungen, also GT3s kommen von hinten, die sind schneller, die kommen vorbei, aber ich darf jetzt keine Zeit verlieren, also nicht zu viel Zeit. Deswegen, jawohl, komm, erste vorbei hier, direkt in der Schikane, der zweite Mercedes, GT3 drückt, der will auch vorbei, aber ich kann nicht Zeit verlieren, also hier rauf auf den Körb, komm in, zack, fahr vorbei und wir haken uns direkt dahinter ein und im Idealfall jetzt noch ein bisschen Windschatten mitzunehmen beim Beschleunigen, denn direkt hinter uns immer noch der Porsche von Leo Pichler, beziehungsweise nicht Leo Pichler, sondern von seinem Teamkollegen, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, aber auf jeden Fall fahren wir hier jetzt und erste Runde ist geschafft, wir sind immer noch Erster, nicht schlecht und wir haben sogar unseren Vorsprung ausgebaut, wäre jetzt übertrieben, ja, aber wir haben ihn mindestens gehalten, also das sieht echt eigentlich nicht schlecht aus. Mein Schwächter, oh je, hier aber wieder beim Rausbeschleunigen. Große Probleme habe ich. Und man sieht ein paar Tropfen auch gerade auf der Windschutzscheibe. Also es kommt ein bisschen Regen runter, aber das Rutschen, jetzt ist es nur von Reifen, weil ich da zu früh aufs Gas gehe. Ich verlange zu viel von den Reifen und die sind nicht mehr ganz auf dem allerbesten Stand. Ja? Und das ist ein bisschen das Problem, weil wenn du hier beim Rausbeschleunigen jetzt quer kommst, dann fehlt dir danach Geschwindigkeit. Das hier war jetzt ein bisschen besser. Schön die volle Strecke ausnutzen hier, Ausgang Mercedes Arena. Und wir haben noch mehr Regen. Und ich habe es auch gerade gefunkt an mein Team. Leute, es fängt an zu regnen. Es fängt richtig an zu regnen gerade. Also, das ist nicht gut. Also, wir sind immer noch auf dem ersten Platz, aber ab jetzt wird jede Kurve noch rutschiger. Volle Aufmerksamkeit hinter dem Steuer ist also gefragt. Und auch ihr solltet kurz besonders aufmerksam sein, denn wir gehen jetzt eine halbe Runde in den Splitscreen, damit ihr ein bisschen was sparen könnt beim heutigen Sponsor, Schub. Und falls ihr euch fragt, was Schub ist der größte Cashback-Anbieter Deutschlands. Was bedeutet, dass ihr bei jedem eurer Einkäufe über Schub, bei den über 2200 Partnershops wie Lieferando, Mediamarkt oder Booking.com, bares Geld zurückbekommt. Richtig gehört, wenn ihr eure Einkäufe einfach hier über die Schub-App startet oder über die Schub-Website geht, bekommt ihr dadurch je nach Shop ein paar Prozente eures Einkaufswertes als Cashback wieder bei Schub gut geschrieben und das könnt ihr euch dann ganz entspannt auf euer PayPal oder Bankkonto auszahlen lassen. Das Ganze ist natürlich komplett kostenlos für euch und funktioniert dadurch, dass viele Shops, zum Beispiel für Werbemaßnahmen, an denjenigen, der den Kunden zur Website bringt, so ein paar Prozente als Provision gibt. Und Schub gibt dann einfach den Großteil dieser Provision direkt an euch zurück als Kunden. Ihr nehmt also einfach am Anfang so einen kleinen Umweg über die Schub-App oder die Schub-Website, ne? Geht darüber auf den Shop, dann habt ihr den
Cookie mit drin, dass der Shop weiß, ihr kommt von Schub und dann kauft ihr ganz normal weiter an, ne? Oder bestellt euch eine Pizza oder bucht euch ein Hotel. Nur mit dem Unterschied, dass ihr am Ende eben ein paar Prozent als bares Geld an euch zurücküberwiesen bekommt. Klingt gut, oder? Wenn ihr selbst mal ausprobieren wollt, benutzt auf jeden Fall meinen QR-Code hier oder den Link unten in der Beschreibung, weil dadurch bekommt ihr bei eurem ersten Einkauf, den ihr dann über Schub macht, 10 Euro als Bonus einfach nochmal extra gut geschrieben. Also einfach hier QR-Code benutzen oder Link unten in der Beschreibung und ordentlich in der Zukunft bei euren Bestellungen sparen. So viel zu Schub und wir gehen damit wieder zurück hier ins Renngeschehen. Also noch bin ich weiterhin vorne auf dem ersten Platz, aber ihr seht, mittlerweile ist es richtig rutschig geworden und wir sind halt immer noch nur auf den Slicks unterwegs, also auf den komplett Trockenreifen. Die sind komplett glatt, da ist nicht eine Rille, die irgendwie Wasser verdrängen könnte. Das heißt, sobald ein bisschen Wasser hier auf der Strecke ist, dann kriegst du sofort Aquaplaning und rutsch einfach nur, dann bist du Passagier im Auto. Und deswegen muss ich jetzt hier sowas von kämpfen, ja? Man könnte sagen, oh Gott, erstmal in volle Konzentration irgendwie durchkommen durch die Mercedes Arena. Der Porsche macht das ganz gut außen, kommt er vorbei. Nein, wir können uns gerade hier nochmal durchsetzen. Aber, was für Bedingungen, um hier mit Trockenreifen zu fahren. Man könnte sagen, ja, warum holt ihr euch nicht Regenreifen? Da verlieren wir über 2 Minuten in der Box. Ja, wir sind nicht drauf ausgelegt, dass wir jetzt hier, dass wir so fahren. Und unten seht ihr jetzt nochmal die Wiederholungen. Da seht ihr gleich mal, wie ich da komplett quer gekommen bin. Jetzt, pass mal auf. Einfach nur ein, wie auf Eis ist das Fahren. Wirklich, es ist wie auf Eis fahren. Und jetzt heißt es nur überleben, weil Boxenstopp heißt, du bist, also verlierst über eine Runde. Und das lohnt einfach nicht, weil dafür ist das Rennen jetzt nur noch zu kurz. Wir fahren noch eine gute Viertelstunde. Das lohnt jetzt einfach nicht mehr. Deswegen, oh Gott, da wird es gewinnt noch mehr Regen. Noch mehr Regen. Also ihr seht in der Windschutzscheibe so viel Wasser. Vor allem jetzt hier auf diesem Teil der Strecke, Dunlop-Kehre, das ist der Teil der, Himmelsrichtung, das ist jetzt nicht ganz einfach. Ist das der südlichste, der nördlichste? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist auf diesem Teil der Strecke kommt sehr, sehr viel Wasser gerade. Und weiter hinten ist dann noch weniger, aber kommt erst nach und nach. Also gerade statt Ziel ist noch gar nicht so viel. Es ist jetzt so ein, nach und nach Ding. Ist nicht ganz so schlimm wie auf der Nordschleife, wo du manchmal komplett trocken irgendwo hast und auf der anderen Stelle hagelt. Aber auch hier und hinter uns dreht er sich weg. Der zweite dreht sich weg. Der Porsche ist erstmal weg von uns. Sehr, sehr gut. Da haben wir erstmal ein bisschen Luft, können wir jetzt schnappen. Also ich sag auch, gerade im Funk durch, ja, dahinter, mir hat sich schon weggedreht und wir sind zusammen überlegen, sollen wir jetzt irgendwie stoppen oder sollen wir nicht stoppen? Und ihr seht unten rechts nochmal die TV-Wiederholung. Da seht ihr jetzt onboard, wie der Dreher passiert ist, über den Körper rüber, zack, und direkt Auto geht einfach und er dreht sich, gibt Vollgas und... Also das war ein Max Verstappen-like, ja? Also... ein Dreher, aber ein 360, dass du direkt weiterfahren kannst. Respekt an der Stelle. Und so kann er erstmal weiterfahren und ist weiter in der Verfolgung. Von mir hat es nicht viel verloren. Und wir sehen auch schon im Spiegel, wenn wir links gucken, ja, wir sehen schon die Lichter. Und ich habe ja das Ding, ich bin jetzt der Erste. Ich bin der Führende gerade. Ich sehe niemanden vor mir und kann nicht einschätzen, wo bremse ich jetzt. Deswegen lieber viel zu früh bremsen, weil wir sind auf Slicks, ne? Also ich habe es gerade schon gesagt, das sind Reifen, die haben kein bisschen Profil, da wird kein Wasser verdrängt. Und wenn du irgendwo ein bisschen zu viel Wasser hast, dann rutschst du einfach nur noch geradeaus weg, dann landest du im Kies, dann ist das Rennen vorbei. Oder in der Mauer sogar. Deswegen ist es jetzt nicht leicht, hier so eine richtige Balance zu finden. Ja, du willst natürlich möglichst schnell sein, aber du weißt, ein Ticken zu schnell, ein Ticken über dem Limit und das war es einfach komplett. Und auch hier, jede Kurve hier musst du irgendwie gucken, okay, wo ist irgendwie ein bisschen Grip da? Das ist ein komplett anderes Fahren als im Trockenen und auch ein komplett anderes Fahren, als wenn du jetzt Regenreifen im Regen hättest, ja? Weil die haben Rillen drin, da wird das Wasser sozusagen verdrängt und es berührt immer noch Gummi die Straße. Und deswegen hast du viel mehr Grip mit Regenreifen. Du bist jetzt gerade viel schneller in diesen Bedingungen, aber du müsstest halt pro Runde... ja, 20, 30 Sekunden schneller sein, damit es sich lohnt. Und das ist noch nicht wirklich so. Aber ihr seht unten rechts auch, manche Teams wechseln. Das sind aber GT3 oder GTX-Teams gewesen. Die können viel schneller Reifen wechseln, weil die dürfen, ich weiß nicht, ob die mehr Leute ran dürfen, aber auf jeden Fall deren Reifen kann man schneller wechseln, weil die Zentralverschluss haben und so weiter. Deswegen, für die hat es Sinn gemacht, für uns GT4 nicht. Also keiner von den GT4-Teams vorne, niemand hat gewechselt, weil es leider keinen Sinn macht, in diesen kurzen Rennen zu wechseln. Und deswegen sehen wir jetzt alle hier einfach nur irgendwie am Schauen, wie können wir dieses Auto auf der Strecke behalten? Und nicht vergessen, wir sind immer noch auf P1. Wir sind immer noch der erste Platz. Durchs Michael Schumacher ist hier so langsam, wirklich. Es ist unglaublich, wie langsam man hier fährt. Aber du weißt halt, einen Fehler und du fliegst von der Strecke ab. Und das kann mit ein bisschen Pech bleibst im Kiesbett stecken. Und das war's dann. Deswegen hier wieder anbremsen. Jetzt hat sich gerade der Porsche gedreht. Jetzt ist er schon wieder fast hinter uns. Und oh, ja, ja, und ich verliere fast das Auto. Behalte es noch. Und das ist jetzt die Chance. Auf jeden Fall. Für den Porsche Cayman GT4 links neben uns hier. Und schafft er den Switchback, er geht rechts rüber. Wir kommen nur sehr langsam raus haben. Nein, das gibt's doch nicht. Wir verlieren den ersten Platz. Wir sind nur noch Zweiter in diesem Moment. Aber warte mal. Komm hier ein bisschen mehr Risiko durch. Durch den kleinen
Knick, wir sind fast Vollgas und damit können wir wieder vorbeiziehen. Ist es denn möglich? Jawohl, wir sind wieder auf dem ersten Platz. Jetzt hier, Schikane, komm, funktioniert das? Ja, wir lassen uns beide Platz, sehr, sehr fair, gut gefahren. Und wir sind wieder Erster, für den Moment zumindest, denn das Rennen hier ist noch lange nicht vorbei, wirklich. Jede Kurve kann irgendwas Neues passieren und dann werden wir ganz schnell durchgereicht. Also, jetzt einfach wieder konzentrieren, nächste Kurve, wieder vorsichtig sein, relativ früh bremsen, aber natürlich, wenn es irgendwie geht, niemanden vorbeilassen. Nur das ist leichter gesagt als getan. Also hinter uns immer noch der Porsche von Andreas Höfler. Das ist nämlich der, der jetzt getauscht hat mit Leo Pichler, der uns verfolgt auf P2. Aber außenrum kommt jetzt Nico Bastian im Mercedes. Ihr seht es unten in der Kamera. Der übernimmt jetzt hier gerade den zweiten Platz und ist direkt hinter mir, während ich hier gerade richtig große Traktionsprobleme habe und einfach nicht rauskomme aus der Kurve. Und so langsam beim Nico Bastian schießt einfach vorbei. Sehr, sehr gute Fahrer, muss man sagen. Sehr erfahren. Hat er gut gemacht. Innen durch und Andreas Höfler hinterher. Aber da hänge ich mich doch wieder dran. Komm hier. Da habe ich doch mehrere Runden geschafft, hier mich vor ihm zu halten. Den werde ich auch schon wieder bekommen. Aber erstmal hier beim Rausschauen. Ich hänge zwar am Heck erst, aber ja, dann das letzte bisschen Traktion habe ich nicht mehr gehabt. Anbremsen. Jetzt geht es hier links runter. Und noch ein Mercedes kommt jetzt hier gerade von rechts ran. Das ist Jamo Hertling im Schnitzel. Ein Mercedes. Und der schießt auch durch. Boah, ich habe einfach nicht die Traktion, also ich kriege einfach die Power nicht auf die Straße. Das ist, also ihr seht, so, die fahren einfach weg vor mir. Jetzt kommt GT3, klar, das ist eine andere Klasse, der überrundet uns, der kommt hier durch. Aber ihr seht auch, wie viel Wasser auf der Strecke ist. Also, klar, du kannst immer ein bisschen früher ans Gas gehen, aber damit gehst du Risiko, von der Strecke zu fliegen. Wir sind jetzt erstmal nur noch auf Position 4. Ja, also haben gerade innerhalb von kürzester Zeit 3 Positionen verloren. Das war bitter. Das war richtig bitter. Klar, gegen den Nico Bastian, ein Profi, der einfach so viel Erfahrung hat, da ist das okay. Und ihr seht unten rechts, ein KTM steht und ich fahre auch hier fast rein ins Kies. Es ist, und Marvin Dienst geht auch noch durch. Auch ein sehr starker Fahrer, mit dem ich tatsächlich, bevor ich selbst Rennen gefahren bin, mal gedreht habe. Damals guckt die wieder, weil er so, wir sind zusammen Kart gefahren und er war der Gast als Profi, der das mir so gezeigt hat. Und der mir auch damals die allererste Nordschleifen mit Fahrt damals ermöglicht hat. Also Grüße gehen raus, Marvin Dienst, guter Typ. Und auch Profifahrer fährt in der DTM dieses Jahr, oder es ist gefahren in der DTM dieses Jahr. Und ja, der auch jetzt hier sehr, sehr stark auf jeden Fall. Sein Teamkollege, der ist ein Junior aus Israel und der stand weiter hinten, aber er flügt jetzt hier im Regen mit seiner Erfahrung durch das Feld. Also sehr, sehr stark für mich dagegen. Es geht nur noch rückwärts gerade. P5. Eieiei. Und zwar bin ich noch nicht abgeflogen, aber es ist schon, also, ein paar haarige Situationen, wo ich viel Zeit verloren habe. Deswegen, und schon wieder komplett stehst du hier quer. Und es ist schon eine niedrige Geschwindigkeit, mit der man hier durchfährt. Du rollst fast nur, aber trotzdem kommt dir das Auto quer. Und da ist auch das Problem noch mit unserem Toyota zusätzlich, dass wir den Motor vorne haben, während der Cayman zum Beispiel den Motor in der Mitte hat. Und der Mercedes ist Transaxle, der hat einen Motor, Front-Mittelmotor, aber der hat das Getriebe hinten und dadurch viel Gewicht hinten. Und wir haben halt ein sehr leichtes Heck und dadurch ist es bei uns so, dass wir gerne mal ein bisschen übersteuern haben. Ne? Das Heck kommt quer und im Regen ist das gar nicht gut. Da hast du halt einfach noch weniger Chance, aus einer Kurve raus zu beschleunigen. Also, zumindest, sag ich mal, in dem Sinne kannst du auch sagen, wir sind das Auto, was am weitesten vorne gerade ist, was wenig Gewicht hindert, ja, was nicht ein Mercedes oder Porsche ist. Also es ist immer noch, sag ich mal, es ist es auch noch. Ich halte das Auto auf der Strecke, es ist P5, es ist nicht mehr die Spitze, es ist nicht das Podium. Man muss es sich auch nicht schönreden. Ich war schon sehr frustriert im Auto, aber ich wusste auch, okay, das sind Leute teilweise halt komplett Hardcore-Profis seit vielen Jahren. Das ist nicht ganz mein Niveau, da sind Leute, die einfach nochmal schneller sind. Und das ist auch einfach was, was ich in meinen mittlerweile ja fast 7 Jahren Motorsport, ja, ich bin jetzt auch wirklich kein Anfänger mehr. Also ich kann mich auch nicht dahinter verstecken, dass ich jetzt irgendwie total Rookie und Anfänger wäre. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja schon, auch wenn ich jedes Jahr im Vergleich zu anderen relativ wenig fahre und das mehr, sagen wir mal, ich bin ein ambitionierter Hobbyfahrer. Ich mache das gerne, ich mache vor allem sehr gerne YouTube-Videos dazu für euch und mich fasziniert das ganze Motorsport-Thema und ich versuche das für euch da draußen zu übertragen. Aber Profi bin ich nicht, auch kein angehender Profi oder Jungfahrer, deswegen, da muss ich ein bisschen hinten anstecken, aber trotzdem natürlich alles geben und das hier gerade sind mit die schwierigsten Bedingungen, die ich in meiner ganzen Motorsport-Karriere je gehabt habe, weil nicht, weil es so krass regnet, aber weil wir auf einfach Trockenreifen komplett Slicks hier gerade fahren. Und es ist unten rechts wieder in der Kamera, wieder einer. Komplett abgeflogen, kommt dann raus aus dem Kies, sonst wird es nämlich gleich einen Safety Car geben. Wir auf jeden Fall erstmal auf uns konzentrieren wieder. Es ist, du bremst hier gerade an und dann kommt dir das Auto quer. Es ist, es hat nicht so viel Spaß gemacht zu fahren. Aber hier vor uns, da hat sich der Porsche von Höfler hat sich gedreht und dadurch gehen wir wieder vorbei auf Position 4. Das ist doch mal in Ordnung.
Das ist, damit können wir noch leben kommen. Wir haben den einen Platz gut gemacht. Wir haben zwar nicht ganz die Pace gehabt, wir sind ein bisschen vorsichtiger gewesen, aber dadurch haben wir halt wieder uns die Position zurückgeholt. Und das ist ja auch was. Du musst dich halt entscheiden in solchen Bedingungen. Gehst du mit dem Messer zwischen den Zähnen hier durch, holst alles irgendwie raus, mit dem Risiko aber entweder halt der Held zu sein am Ende oder halt abzufliegen, vielleicht in der Wand zu landen, oder gehst du ein bisschen vorsichtiger. Und gerade mit meinen letzten Nordschleifenjahren Erfahrung habe ich auch echt gelernt, sehr vorsichtig zu fahren, weil da, also ich Gott sei Dank ja nie einen richtigen Abflug gehabt auf der Nordschleife. Klar, das Auto hat mal gebrannt, das war aber jetzt nicht ganz meine Schuld. Oder was ist nicht ganz, da konnte ich mal gar nichts für. Aber ansonsten sozusagen, ich habe keinen Abflug auf der Nordschleife gehabt, der dann direkt ja richtig böse enden kann. Weil ich da gelernt habe, nicht ganz mit dem Messer zwischen den Zähnen zu fahren. Und das ist tatsächlich etwas, finde ich, oder habe ich das Gefühl, was ich noch mehr wieder rausbekommen muss jetzt aus mir. Ja, ich muss eigentlich wieder lernen, in diesen kurzen 30 Minuten oder in diesem Fall 60 Minuten Sprintrennen, von denen ich aber nur 30 fahre, noch mehr vielleicht wieder, noch mehr Risiko zu gehen. Aber ja, hier beim Anbremsen. Oh, es ist wirklich, ihr seht das Auto, es steht fast gerade beim Bremsen und trotzdem, sobald du leicht auf die Bremse gehst, ist das Heck halt so leicht und das ganze Gewicht vom Auto geht nach vorne und das Heck ist so leicht und dann ist es halt nass und du hast keine Regenreifen, du hast, wie gesagt, Trockenreifen, die verdrängen gar kein Wasser und dann kommt das Auto quer und du musst irgendwie hoffen, das Auto hier auf der Strecke zu halten. Ihr seht unten rechts in der Kamera von dem TV meine Verfolger gerade. Oh, und da seht ihr, ist einer reingekommen und wechselt hier jetzt von den Trockenreifen, die links im Bild zu sehen waren, auf Regenreifen. Unten rechts seht ihr, das ist ein Regenreifen, der kommt jetzt drauf bei ihm. Und aber ihr seht, wie lange das auch dauert. Das dauert so lange, weil du dürft, glaube ich, nur mit zwei Leuten im Auto sein und dann vier Reifen wechseln. Könnt ihr euch vorstellen. Dauert sehr lange, das ist kaum irgendwie praktikabel, also verliert man so viel Zeit, dass es sich nicht richtig lohnt. Und oben seht ihr, der Führende ist auch abgeflogen, aber nur ganz kurz durchs Kiesbett durch. Nico Bastian im Mercedes. Weiß gar nicht, ob er dadurch kurz was verloren hat an Position, aber er hat es so abgefangen durchs Kies, einmal durchgedriftet, Rallye-Style, dass er wieder weiterfahren konnte. Also, ey, das ist wirklich, selbst die Führenden sind hier abgeflogen, weil es waren verdammt krasse Bedingungen. Und ihr habt zwar gerade das Auto gesehen, was die Reifen gewechselt hat in der GT4, aber ich kann euch sagen, von allen Führenden, niemand hat gewechselt, weil es halt einfach keinen Sinn gemacht hat, weil du zu viel Zeit dadurch verlierst. Aber hier, irgendwie, ich meine, wir schaffen es zumindest die ganze Zeit, das Auto hier auf der Strecke zu halten, ja? Und wir sind immer noch auf P4, also ich meine, das ist immer noch das beste Ergebnis der Saison von uns. Klar, wir waren P2 auf dem Podium in Hockenheim hier im GT60-Rennen, aber da wurden wir danach disqualifiziert, weil wir um ein paar Millimeter zu tief waren. Und das war einfach Pech. Das hat uns keinen sportlichen Vorteil gebracht, die paar Millimeter. Aber im Gegenteil sogar, wir sind dadurch ja aufgesetzt, was man auf der Kamera gesehen hat, was uns gehindert hat eigentlich beim Fahren. War ein bisschen blöd, war ein bisschen Pech. Das hat uns das Podium gekostet, was wir eigentlich gehabt hätten. Und diesen Knie hier gerade fast abgeflogen, ein bisschen übersteuern gehabt. Aber deswegen, die Saison hat so gut angefangen mit dem P2. Dann haben wir es verloren. Und seitdem hatten wir nichts mehr, was ansatzweise so gut war. Deswegen, also zumindest nicht in unserem gemeinsamen Rennen. Deswegen P4 gerade hier ist absolut mega. Und es ist nicht mehr lange hier in diesem Rennen. Wir haben noch gut 10 Minuten, wenn ich das richtig sehe, die wir hier jetzt noch fahren. Also irgendwie durchhalten hier oben drüber. Guck mal oben rechts, war so eine, kann man jetzt auf dem Bild nicht erkennen, aber ich glaube ungefähr 10 Minuten sind noch. Komm, jetzt hier, wieder anbremsen. Erste Kurve, früh gebremst, ja. Ganz vorsichtig. Aber nein, ich hab Aquaplaning, das gibt's doch nicht. Ich rutsche einfach immer weiter. Nein! Und aus P4 mit P5, P6, P7, Vollgas. Komm, erst wieder rein, wir fahren weiter. Das gibt's doch nicht. Aquaplaning beim Anbremsen und einfach weggerutscht. Jetzt ist auch noch hier der BMW vor uns. Aber komm, wir gehen einfach, wir drängeln uns hier schön innen rein. Können wir uns den Platz zurückholen? Oh, ganz schwer hier wieder auf die Power zu gehen. Nein, wir bleiben erstmal auf Position 7. Es ist so ärgerlich, das kann doch nicht sein, Leute. Jetzt haben wir noch wenige Minuten, aber der BMW geht weit rechts. Hat auch Schwierigkeiten, hier irgendwie das Auto auf der Straße zu halten, aber wir genauso. Schaut euch das an. Also der BMW vor uns, der ist auch ähnlich aufgebaut wie wir mit dem Frontmotor. Der ist auch hart am Struggeln hier irgendwie. Seht ihr, wie quer der kommt? Also da sind auf jeden Fall, sag ich mal, andere Bauweisen bei solchen Bedingungen mit Regen, mit Trockenreifen ein bisschen im Vorteil. Aber, Junge. Und jetzt da vorne, er fliegt ab, er geht ins Kies rein, dreht sich halb ein und wir sagen Dankeschön. P6 wieder. Okay, P6, immerhin. Das ist so...
haben wir uns die Position zurückgeholt. Aber wie ärgerlich, Leute. Bis vor kurzem haben wir noch P4. Dann haben wir Aquaplaning beim Anbremsen. Die Sonne geht langsam da rechts unter. Es hat schon fast so ein bisschen das Gefühl vom 24-Stunden-Rennen gehabt. Nur, dass es dann da sofort reingefahren wäre, um Reifen zu wechseln. Das hätte es alles sehr viel angenehmer gemacht. So war's. Es war schon lustig teilweise. Ja. Es war halt dramatisch. Du wolltest deinen Platz unbedingt behalten. Aber es war... Es hat auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen Spaß gemacht. Mit diesem komplett quergehenden Auto, guckt euch das an. Mit wirklich mit gefühlt 10 km/h kommst du quer aus der Kurve raus. Ich sag gerade im Funk, ey, das ist unfahrbar. Und wir kommen zurück. Ja, Felix, aber du musst weiterfahren. Und ich so, ja, ich weiß, ich muss weiterfahren. Ich will ja auch. Ach, aber naja, immerhin, weißt du, es ist nicht ganz scheiße. Viele andere haben mehr Probleme gehabt. Unten rechts seht ihr jetzt auch, da liegt eine Front, steht ein Porsche quer und ein großes Teil liegt auf jeden Fall auf der Strecke. Wir switchen da einmal groß rein, da seht ihr, durch den Dunst, jetzt liegt ja so langsam Wiederholung, was ist passiert? Porsche 911 GT3 verliert die Haftung und schlägt ein. Gott sei Dank, Fahrer, nichts passiert, aber vorne ist auf jeden Fall ein großes Teil abgerissen. Und dementsprechend Safety Car, weil das muss erstmal alles geborgen werden. Safety Car dann erstmal Autos eingesammelt. Aber schaut mal hier, beim Safety Car, wo du halt nicht mehr schnell fahren musst, ich habe so Traktionsprobleme gehabt. Das hier war jetzt die allerletzte Kurve. Wir sind hinterm Safety Car zurückgefahren. Und selbst da, ich hab kaum Traktion. Irgendwie jetzt hier rein, rechts seht ihr es. Zielflagge. Das war's. Position 6 im allerletzten gemeinsamen Rennen von Yves und mir diese Saison. Morgen haben wir noch ein Sprintrennen. Aber das war... Das war was. Ich wusste gar nicht, wie ich mich fühlen soll nach dem Rennen. Super. Wirklich richtig, richtig gut. Das war so schwer draußen. Hey Leute, was ein Ding. Erstmal hast du Hammer gemacht. Dankeschön. Richtig gut gemacht. Danke. Ich habe das auch am Anfang echt noch gedacht, ich kann es halten. Hast du auch. Ja, und der hat hinter mir hat sich weggedreht und Regen, so jetzt auch gut gehandelt. Irgendwann habe ich keine Traktion einfach mehr gehabt aus den Kurven raus. Dann war ich so langsam, musste so früh bremsen. Ich habe beim Kommentieren gesagt, ich bin froh, dass ich diesen zweiten Sit nicht fahren muss, weil das Regen und Slicks ist einfach eine Sache. Ist einfach hart. Aber hast du echt gut gemacht, wirklich. Danke. Du musst mal gucken, wer bei vorne auf den Autos drauf saß. Da war in Nico Bastian drauf. Marvin Dienst war drauf, ja. Also richtig gemacht, voll Profi. Leute, das war's für den heutigen Log. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen, war spannend. Und ja, wie Yves gesagt hat, es geht morgen ja noch ein Rennen. Dann ist das allerletzte Rennen der Saison. Beziehungsweise sogar zwei. Yves letztes Rennen der Saison, Einzelrennen und mein letztes Einzelrennen der Saison. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.